Shit, wo bin ich denn hier? Ich muss die Pinkel nehmen. Ich muss hier raus. Ich glaube, ich möchte hier raus. Bin mir sicher. Nein, wir gehen nochmal nach oben. Wo sind sie denn? Die müssen nur noch hier sein. Und wo ist der Anzugträger? Da ist er. Oh, okay. Ich bin halt leider total überladen. Das merkt man auch bei allem, was ich mache. Und deshalb loote ich auch immer noch weiter. Alles klar. Schöne Fotos aber. Tempered Blades. Krieg mich irgendwie rare. Da bin ich hier noch weniger mobil mit, ne? Ja. Da bin ich noch weniger mobil mit. Das ist nicht so gut. Den scrappen wir. Das scrappen wir. Den Anvil könnten wir auch scrappen. Ne? Nee, der bringt 96. Den will ich nicht verkaufen. Den will ich nicht scrappen. Warum rennen die nicht bei uns in dem Keller vor der Leiter gerannt? Weil es vielleicht Ferale waren, hatten die leuchtende Augen zum Beispiel. Das ist ja... Es ist ja doch ein bisschen random. Kampffischer. Dankeschön. Es ist ja doch ein bisschen random, was man für Gegner kriegt. Das ist das eine. Deshalb glaube ich nicht, dass... in dem Haus jetzt immer Ferale drin sind, die dann halt immer rennen. Das muss nicht unbedingt sein. Denke ich mir. Eine Sekunde. Wir machen das so, in der Hoffnung, dass der Sack darüber abstürzt. Ich glaube es aber nicht. Dass das Haus überlebt, ich ziehe meinen Hut. Dankeschön. Habe ich Arrowheads? Oh, danke. Pierre saved. Habe ich nicht gesehen. Bei dem ganzen Kram, der da drin war. Super. War schon ein guter Tipp. Es ist 15 Uhr. Ja, ich trinke mal was. Ich war ja zwischendurch schon durstig, glaube ich. Da kann auch wirklich mal ein Grüner auf dem Dach sein. Das stimmt. Das ist aber echt Zufall. Oder habt ihr vielleicht eingestellt, dass die immer rennen sollen? Nee. Nee, das hättest du ja gewusst. Und es ist halt ein bisschen random. Ich brauche jetzt nicht unbedingt Sand. Ich war mir nicht ganz sicher, ob das die Stelle ist, wo ich schon war oder nicht. Interessant ist, dass ich das hier nicht gesehen habe. Ach, da ist das Wohnzimmer, was das trennt. Und das ist interessant. Das findest du wirklich nur hier drüber. Ich würde sagen, dann haben wir dieses Haus jetzt aber clear, oder?
Da würde ich ganz gerne mal reingucken. Oder vielleicht ist da ein Ausgang. Vielleicht gerade eine Rauche. Deshalb habe ich die Kamera ausgemacht. Fast 2 Uhr, Josi, so. Ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Ich werde mich wahrscheinlich auch gleich verabschieden. Eine Arbeitswoche habe ich auch hinter mir. Aber die Zeit ist so unglaublich schnell rumgegangen heute. Das habe ich gar nicht gemerkt, wie schnell die Zeit rumging. Hä? Was ist das denn hier? Echt? Okay. Dann gehen wir noch normal raus. Die nehmen wir noch mit hier. Die Knochen. Und die Kiste können wir auch noch aufschlagen. Die haben wir auch noch nicht gelootet. Aber guck mal. Komm her. Aufmachen. Die Zombies haben Benzele aus diesem was? Oh Mann. Jetzt habe ich es auch verstanden. Ja, Gasbarrel. Aber cool, ey. Was sich alles in so einem Haus verbirgt, ne? Aber wenn du dieses mal von außen vergleichst, von der Größe her, mit den Standardhäusern, die es da so gibt, das ist schon krass, ist das. Ich will jetzt hier mal raus. Danke. Dauert jetzt noch ein bisschen. Aber das ist schon geil. Das macht voll Laune, in diese Häuser zu gehen. Das macht richtig Laune. Finde ich, es ist wirklich ein gutes Update. Sie sollten jetzt noch ein bisschen an ihren Bugs fixen. Das sollten sie mal vorantreiben. Das wäre sehr gut. Und ja, bloß die KI nicht kaputter machen, als sie ist. Oder meinetwegen einen Switch einbauen. Wobei, das stelle ich mir ganz kompliziert vor. Da musst du, also 2 verschiedene KIs. Dann sollen sie so eine Mimimi-KI und eine richtige einbauen oder sowas. Aber das geht mal nicht eben so. Und da muss man sich ja fragen, warum sollte ich mir als Entwickler die Arbeit machen? Also wenn die Entscheidung der Firma ist, wir bauen das halt wieder in leicht, dann ist das so. Aber das wären zu viele Funktionen und Routinen, die sie da doppeln müssten wahrscheinlich. Kommt auf an, wie der Code aufgebaut ist. Nachträglich ist sowas immer kacke. Nö. Doch, 1-2. Also mein junger Kollege mit 24, der jetzt gekündigt hat, der weiß das. Ich hatte ihn immer mal gefragt, irgendwie, wofür brauchst du einen 144-Hertz-Monitor? Das heißt, spielst du Counter-Strike? Nee, Rocket League. So, und dann sind wir angefangen. Und der hat sich Subnautica aber auch gekauft. Aber da ist er von alleine drüber gestolpert. Das liegt nicht an mir. Der hat das auch vor mir durchgehabt und hat mich nicht gespoilert. Fand ich sehr gut von ihm. Tazubo, gute Nacht. Ich sag mal, du kannst es dem durchschnittlichen 40-Jährigen auch nicht unbedingt verklickern irgendwie so. Also doch, vielleicht den Attila noch, ja, da bin ja klar. Aber ja. Wow. Also ein bisschen Geld hätten wir, wenn wir die Sachen alle verkaufen. Das können wir nicht mal machen. Ne? Die Scrapboots würde ich schon ganz gerne für mich behalten, wenn es irgendwie geht. Das würde ich nicht schlecht finden. Das kommt da rein. Den Poncho könnten wir auch verkaufen. Ich brauche nur einen. Lass uns das doch mal machen. Warte mal gucken.
wie viel Kohle wir dann haben. Da bin ich stark für. Die Schematics hier werden nicht verkauft. Mit der schon gar nicht. Die muss ich alle, die muss ich, möchte ich ja mal alle ausprobieren. Dafür, ich meine, dafür mache ich ja mir die ganze Arbeit hier. Können wir so eine Taschenlampe verkaufen? Das lohnt sich gar nicht, glaube ich. Nicht mal, wenn sie heile ist. Ich glaube nicht, dass sich das lohnt. Wir haben jetzt mittlerweile so viele Pistolen. Ja, Repair-Kits bräuchte ich dafür, ne? Stilo. Das kann weg. Wir haben hier noch ein Wire-Tool. Wie viele Wire-Tools brauchen wir denn? Ja, aber für drei... Ja gut, was will ich mit dem zweiten? Macht ja wenig Sinn, ne? Ein zweites Wire-Tool zu haben, oder? Das nutzt ja anscheinend auch nicht ab. Sieht nicht so aus, jedenfalls. Ja, das auch nicht. Mittlerweile wissen wir in der Tat wirklich viele nicht mehr, was sie da überhaupt in der Firma machen. Und warum wir da überhaupt noch sind. Das ist so das andere Ding. Also, wir nehmen den Poncho mit. Den Code behalte ich. Den Poncho können wir verticken. Wir verkaufen jetzt mal im großen Stil hier. Den können wir verkaufen. Die Munition lassen wir mal hier. Können wir alles verkaufen, glaube ich. Nee, Moment. Better Barter. Das ist ja zum Verkaufen. Nee, Better Barter ist, was ist denn Better Barter? Better Barter ist zum Verkaufen, oder? Ja. Ey, das machen wir doch dann. Oh, Moment. Hammer und Forge. Für 30 Minuten kriege ich ein Level, also kriege ich dieses Level plus ein Int. Ich muss aber immer noch... Ach so. Nee, dann geht das doch erst ab Level 20. Ich muss nur kein Int reinstecken. Ich bin noch nicht Level 20. Deshalb... Ah, schade. Hammer und Forge verkaufe ich nicht. Das kann ich noch nicht so richtig bewerten gerade. Parkour, Packmule. Komm, lass uns das verkaufen. Explosive Master Chief. Ja, lass uns das verkaufen. Was soll's, wir finden immer wieder welche. Das nehmen wir mit. Und dann gehen wir nämlich diesmal zu dem anderen Händler hin, weil wir würden ganz gerne Glue herstellen und das machen wir am besten. Ja, dann gehen wir zu dem anderen Händler. Bottled Murky Water, das Antibiotics wollen wir uns noch herstellen, Moldy Bread und Nitrat Powder. Zack. Passt. Dann nehmen wir lieber das ganze Wasser mit. Darf ich mit Repair Kits dann hier irgendwie arbeiten? Kann es sein, dass der Crossbow viel mehr wert ist als die Pistole? Kann nicht sein. Lohnt sich das, die zu reparieren? Dann kann ich auch die Stufe 1 Pistole nehmen. Oder? Letztendlich brauche ich ja nur eine Stufe 2 Pistole. Lass uns doch die schlechteste mitnehmen und die reparieren. Ja. Ich kann sie nicht, ach so. Repair.
115. Ah, das hätte ich nicht machen sollen. Gut, aber dann wissen wir es. Komm, lass uns zu dem Händler gehen, bevor der zumacht. Das mache ich noch. Und danach werde ich wahrscheinlich Feierabend machen. Seien es passiert irgendwas Schlimmes auf dem Weg. Cryptix-Fan, ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Und ein schönes Wochenende vor allen Dingen. Die ist schon gelootet, ne? Ja. Cool, ich freue mich dann echt auf die nächsten Häuser. Die machen echt Laune. Und du kriegst ja tolle Sachen raus. Also nicht immer, aber manchmal, ne? Das ist der Cappuccino, das wird ein 24-Stunden-Stream. Das kann sein. Also, 15% mehr, ne? Da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 700, 800, 900, 900. Das sind, ja, macht sich ein bisschen, kriege ich ein bisschen mehr raus. Kriege ich vielleicht 35 oder sowas da mehr raus. Kann man machen. Geht sich jetzt nicht so richtig aus. Also 10% von 900 sind halt, ja, 935 sind es dann, ne? Und 100 kriege ich dafür ja weniger, weil ich kann das Magazin dann ja nicht verkaufen, wenn ich es gelesen habe. Dahinter ist der Händler ganz. Da sind auch nochmal Häuser. Oh. Was? Irgendwann ist Ausdauer doch mal alle jetzt. Was ist denn der Eingang? Der war hinten, ne? Der Eingang, glaube ich. Hinten oben. Bekommst du auch mehr XP. 10% mehr macht 75 Tokens pro Zettel. Hä? 10% mehr. Das sehe ich nicht. Wenn ich 10% mehr mache, dann kriege ich 110. Also 115, nicht 175. Wie kommst du denn auf 175? 10% von 100 sind doch nicht 75, Mann. Verstehe ich nicht. Was rechnest du denn? Frag nicht, wenn ich habe Peter Pater einmal geskillt und bekomme jetzt statt. Aber das, dann stimmt das, dann hat das Spiel doch eine Macke. Wenn da steht 15% mehr, dann kriege ich 115 statt 100. Ey Mann, so einen Dreisatz kriege ich dann noch hin, du. Gucken wir uns das mal an. Also, Peter Pater. Wenn wir mal gucken hier. 15% mehr. So, ist irgendwie eindeutig, ne? Irgendwie. Okay, Views. Hada. So. What can I get you today? Wie viel haben wir? 163. Sell. Ja, du darfst auch auf die Alpha 17 beziehen. Das ist ja, da halte ich dann für, ja, entweder ein Bug im Tooltip, ne? Ja, das lohnt sich ja richtig für mich. Oh, guck mal, ich habe die Muni bekommen. Hat das auch, hat da jemand drauf den Dollar geguckt? Hat das auch da geklappt? Und auf diese, ja, genau. Ach, das Wire-Tool wollte ich auch verkaufen, ne? Und den Poncho auch nochmal. Also es hat sich jetzt ja mal richtig gelohnt für mich, muss ich sagen. Gratitude and safe travels, friend. Also unter der Einstellung kann ich Peter Pater ja auch öfter mal skillen, oder? Lass mal gucken, was kriegen wir denn jetzt hier Schönes gekauft?
Klamotten, sitzt weniger. Ja, klar, hier, komm, geschenkt. Night Vision Goggles. Die taugen ja gar nichts. Waffen, Pistol, Hunting Rifle, Iron Crossbow Bolt, Bullet Casing, Hunting Rifle, Iron Plating, Ammo Mod, Insulated Liner. Aha. Improved Fittings, Magazine Extender. Totgewicht oder was? Nee, einen gewichteten Kopf. Okay. Ich hab Dead gelesen. Hammer Modification. Okay. Iron Fire Axe. Grave Digger. 50% der More Damage against Dirt. Kann ich ja auch, kann ich kaufen. Military Gloves. Das ist, ja, das ist vielleicht auch ganz geil. Scrap Plating. Aha. Nee, das lohnt sich jetzt ja nicht so. Hat er irgendwelche nennenswerten Quests? Nee. Schade. Achso, das war dieses Toid Forge. Wir haben ja unsere Sachen bei dem anderen Händler. Naja, gut, okay. Interessant, 175. Da muss man erstmal kommen, ne? Ich hab's. Wie hast du's? Was hast du? Hä? Okay, gut, egal. Hauptsache du bist glücklich. Dann mal zurück. Ich bräuchte eigentlich noch viel mehr Metall, Eisen und so. Mal schauen. 19 Uhr. Was können wir denn noch in der Zeit machen? Die Knochen hier mitnehmen? Oh Mann, ich wollte doch... zurück zum Händler. Warum sagt mir denn keiner was? Ja, danke. Kein Fischer. Ey, weißt du, echt, was du nicht im Kopf hast, hast du in den Beinen, ne? So sagt man ja. Also nochmal zurück. Wo war denn jetzt der Eingang? Ach, hier. Viel umständlicher konnte man ja jetzt nicht laufen, ne? So, ich glaube aber, dass die Chemiestation hier war. Verdammt, gab es nicht irgendwo eine heile Chemiestation? So ein Ärger. Da sind die beide kaputt. Was habe ich mir jetzt anders gedacht? Wo noch eine Chemiestation? Bin ich nicht an so einem komischen Zeltlager vorbeigekommen eben? Irgendwo bin ich an so einer Zeltlerei mal vorbeigekommen. Da war, glaube ich, auch. Oder war das eine Workbench? Mal gucken. Schade, ich hätte schwören können, dass hier eine heile Chemiestation war. Ah, habe ich mich wohl geirrt. Da war wohl die Hoffnung größer. Oh. Ladies. Du kannst dich ruhig um die Ecke trauen. Ja, jetzt nicht mit Wut hier, ne? Das führt ja auch zu nix. Wo kommst du denn her?
Mann. Da wäre ja was stinkig, wenn ich so geweckt werden würde. Das wollte ich nicht. Ich wollte ihn eigentlich in den Arsch schießen. Hat aber nicht funktioniert. Was springt ja auch so hoch plötzlich? Er bleibt liegen. Okay. Hier kann man mal eben schnell reingucken, dachte ich mir so. Von der Tankstelle. Fünf Duct Tape. Duct Tape scheint es keinen Mangel mehr zu geben, ne? Oder? Du musst ja kaum noch selber herstellen. Warum wollte ich eigentlich unbedingt... Ich habe doch noch so viel Duct Tape. Ich meine, bei mir ist ja jetzt auch keine Not, dass ich mir unbedingt welche herstellen muss. Ohne jetzt... Da hast du halt noch im Kopf, ey, Duct Tape wichtig, stell dir bloß welches her, damit du Repair-Kits machen kannst und ohne da weiter drüber nachgedacht zu haben, das ja gar nicht Not tut. Ich habe bestimmt jetzt 10 Duct Tape, glaube ich. Also reichlich jedenfalls. Ich habe jedenfalls absolut keinen Mangel dann. Ich glaube, in das Haus gehen wir zunächst das nächste Mal. Ich frage mich auch, was aus diesem hübschen Kindergarten geworden ist. Das war mal ganz übersichtlich da drin. War da schon drin? Weiß ich gar nicht. Anna die Black Dash, guten Morgen. Ja, doch, kann man ja sagen, ne? Lass mal nach Hause.